Ja, liebe Fans, der Winter geht los, die Saison geht los und wir haben uns mal bei diesem ganzen Stress den Walter Hofer geschnappt oder ich mir. Erstmal Walter, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, kurz vor dem nächsten Interview. Ja, es geht los, Walter. Bist du gut vorbereitet, die Schanze gut vorbereitet, die Saison gut vorbereitet? Wie sieht's aus? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir alle gut vorbereitet und vor allem motiviert sind. Und ich habe das Gefühl auch bei der Mannschaftsführersitzung gehabt, dass auch die Trainer und die nationalen Vertreter sehr enthusiastisch auf die neue Saison hinschauen. Vor allem haben wir, glaube ich, eine sehr gut präparierte Schanze zur Verfügung. Ist ja doch ein bisschen früh in der Saison, aber ich glaube, es ist alles angerichtet. Angerichtet und jede Saison hat ja ein paar Neuerungen. Was ist an gravierendsten Neuerungen aus deiner Sicht, die jetzt im Winter greifen, die im Sommer getestet wurden? Ist alles übernommen worden? Vielleicht mal so 2, 3 Beispiele? Ja, vor allem im technischen, im Ausrüstungsbereich haben wir indirekt ein bisschen mehr Gewicht zugelegt beim Athleten. Und zwar in der Vergangenheit haben wir die Athleten nach dem Wettkampf mit den Schuhen gemessen. Das Paar Schuh hat ungefähr 1,5 bis 2 Kilo. Jetzt messen wir den Athleten ohne Schuh und er muss aber das gleiche Gewicht bringen. Das heißt, er muss dementsprechend etwas zulegen. Das war mehr oder weniger eine Reaktion auf die Entwicklung, die wir gesehen haben, dass die Athleten mehr und mehr kürzere Skier verwenden und dadurch auch mit dem Gewicht etwas nach unten gehen können. Und um dieser Entwicklung sozusagen ein bisschen vorzugreifen, haben wir diese Maßnahme gesetzt. Das ist aber jetzt nicht neu für die Athleten, denn das ist im Sommer schon praktiziert worden. Also da sollte mittlerweile jeder zurechtkommen. Das ist die einzige Maßnahme, die wir im Materialbereich neu eingeführt haben, weil wir im Moment ein bisschen die Philosophie verfolgen, die zweite, dritte Ebene der Nationen ein bisschen herankommen zu lassen. Man hat es im Sommer schon gesehen, auf einmal springen die Schweizer mit, nicht nur mit dem Simi vorne im Feld und auch die Russen kommen. Wird den Sommer gewonnen, Sommer Grand Prix gesamt gewonnen, also Novum. Ja, das ist ein Novum und die Kasachen sind ständig dabei. Also ich glaube, das tut der Sportart in der Breite gut und in der Spitze werden sich wieder ein paar andere ausmachen. Ja, und dann, also die Frage schenke ich mir ja sowieso, wer wie trainiert hat. Alle haben gut trainiert und das werden wir heute Abend bei der Quali das erste Mal beantwortet sehen. Ich und vielleicht auch ein paar Fans haben verwundert in den Kalender geschaut und da stand hinter Vickersund ein Sternchen. Gibt es da schon was zu vermelden? Also sind Sie dabei, nicht dabei? Wie sieht's aus für die kommende Saison? Finale Raw Air Tour? Naja, es ist gerade in diesem Augenblick findet eine FIS-Vorstandssitzung statt, wo der norwegische Skiverband noch einmal den Versuch macht, in den Kalender zu kommen. Wir haben ein paar Auflagen gemacht. Diese Auflagen sind erfüllt worden. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt beim FIS-Vorstand und in ein paar Stunden wissen wir es. Dann wollen wir die paar Minuten auch noch warten. Fast letzte Frage. Der Chip hinten auf dem Ski, Entwicklung, wie sieht es da aus? Ist fernsehreif oder wird's noch, muss weiter getestet werden? Nein, wir sind fertig. Es ist fernsehreif. Wir werden es verwenden. Aber hier, wie überall, kommt es auch auf die Finanzierung drauf an. Es wird dort stattfinden, wo die Fernsehstationen auch Interesse daran haben und dafür auch was bezahlen müssen. Aber von uns, vom Datenservice aus, wir sind parat. Ja, und nicht nur wir, ich hoffe die Zuschauer auch. Walter, herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt hätte ich fast was vergessen. 2020 habe ich gelesen, jetzt offiziell raus, dein letztes Jahr, letztes Springen, Weltmeisterschaften in Planitzer. Ja. Die Entscheidung schon lange gereift oder warum jetzt der schon oder die Ankündigung? Na, es ist eigentlich ein biografisches Datum, was normal ist, aber es häufen sich immer mehr so direkte und indirekte Fragen und um dem vorzugreifen und einmal einen Kontrapunkt zu setzen, habe ich gesagt, wann es soweit ist und damit ist, sollte jetzt Ruhe sein. Ja, und die Bewerber haben dann also jetzt Zeit, ähnlich wie bei der CDU in Deutschland, sich vorzustellen und dann abzustimmen, wer dein Nachfolger wird. Es gibt genug Kandidaten, ja. Es gibt genug Kollegen, die das Potenzial haben, das zu machen. Und da wird man schon jemanden finden. Alles klar. Also nochmal Dankeschön und bis dann heute Nachmittag von der Schanze. Tschüss. Danke.